Namen Allahs des Alabamas, des Barmherzigen, aller Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, und der Frieden und Segen seien auf den Propheten Muhammad. Liebe Zuschauer, heute sprechen wir über das Bezeugnis und vor allen Dingen sprechen wir heute über die Bedingungen, dafür, dass das Bezeugnis überhaupt gültig ist. Die Shahada auf Arabisch, das Bezeugnis. Für dieses Bezeugnis gibt es Bedingungen. Diese Bedingungen müssen gegeben werden, damit wir sagen können, dass dieses Bezeugnis gültig ist. Mit anderen Worten, ab wann ist man überhaupt ein richtiger Muslim? Einer der Gelehrten des Islam sagte, dass dieses Bezeugnis wie ein Schlüssel ist. Ja, und dieser Schlüssel hat Zacken. Und wenn diese Zacken nicht gegeben sind, dann wird man mit diesem Schlüssel keine Tür aufbekommen. Genauso ist das bei der Shahada, bei dem Bezeugnis. Das Bezeugnis ist ein Schlüssel für das Paradies, aber dieser Schlüssel muss korrekt sein, damit man auch ins Paradies eintreten kann. Und das sind die Bedingungen, über die wir heute sprechen. Die erste Bedingung, die wir nennen müssen, ist das Wissen. Das Wissen ist die erste Bedingung für die Shahada. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass man erstmal weiß, was die Shahada bedeutet. Was bedeutet das Bezeugnis? Was bedeutet es? Es bedeutet, dass man glaubt, daran glaubt und dass man bezeugt, dass niemand das Recht hat, angebetet zu werden außer Allah und dass der Prophet Muhammad der letzte Gesandte ist. Man muss das mit Wissen sagen. Denn Allah sagt auch im Koran, und wisse, dass niemand das Recht hat, angebetet zu werden außer Allah, und dann bitte um Vergebung für deine Sünden. Das heißt, die Taten kommen nach dem Wissen. Das Wissen kommt vor der Tat, vor der Aussage. Das Wissen kommt vor dem Gebet, das Wissen kommt vor der Pilgerfahrt, das Wissen kommt vor all diesen Taten und diesen Aussagen im Islam. Mit anderen Worten, wenn jemand das Bezeugnis sagt und er hat gar keine Ahnung davon, er sagt das einfach nur, weil seine Freunde Muslime sind oder weil er heiraten möchte oder, dann nützt es nichts. Dann bringt dieses Wort nichts. Man muss wissen, was man sagt. Man muss sich damit beschäftigen. Man muss Wissen aneignen. Man muss lesen. Man muss den Koran mal gelesen haben. Man muss mal den Koran mit der Bibel mal verglichen haben. Und wir sagen auch ganz offen, man soll vergleichen. Ja, wir gehören nicht zu denjenigen, die sagen, nein, liest nicht die Bibel, liest nicht das, informiert euch nicht. Nein, kein Problem, man kann vergleichen. Vor allen Dingen als Christ zum Beispiel kann man vergleichen zwischen dem Koran und der Bibel. Ja, was ist die grundlegende Mission, die grundlegende Botschaft von Jesus gewesen, die er gebracht hat für die Menschen? Ja, man schaut sich die 10 Gebote an. Was ist das erste Gebot, wie wir auch zuletzt erwähnt haben? Das erste Gebot ist das, was wir hier besprechen. Niemand hat das Recht, angebetet zu werden, außer Allah, außer Gott. Das heißt, man muss sich mit dem Islam beschäftigen, man muss auch Fragen stellen, man muss mal in die Moschee gehen, man sollte mal den Nachbarn, der ja ein Muslim ist, fragen, wenn er natürlich auch das Wissen hat. Es gibt ja einige Muslime, die darauf nicht antworten können, aber im Allgemeinen kann man einen Muslim, wo man weiß, dass er vielleicht etwas gebildet ist, dann kann man ihn auch Fragen stellen, kein Problem. Man kann sagen, hör mal, erklär mir mal, was bedeutet dieses Bezeugnis? Was bedeutet eure Religion? Was bedeutet Islam? Bedeutet Islam Türke sein, Araber sein? Oder was bedeutet dieses Wort? Es ist ja Arabisch. Ja, es bedeutet die Gottergebenheit. Es bedeutet die Unterwerfung zu Gott, dass man sich Gott unterwirft. Also die erste Voraussetzung ist das Wissen. Man muss wissen, was dieses Wort bedeutet, und man muss dieses Wort auch mit Wissen auch sagen. Die zweite Voraussetzung ist die Aufrichtigkeit. Man muss dabei aufrichtig sein. Wenn man das sagen will, dann muss man das nur für Gott sagen. Nicht wie manche das leider tun. Sie wollen eine Frau heiraten, ja, dann heißt es, oh, eine muslimische Frau, und dann heißt es, oh, ja, wir können nicht miteinander heiraten, du musst erstmal Muslim werden. Dann sagt er, ja, okay. Oder es gibt auch andere, Frauen auch vor allen Dingen, die den Islam annehmen, weil sie einen Muslim heiraten. Das ist auch falsch. Man muss diesen Islam, dieses Wort, dieses Bekenntnis nur sagen, wenn man davon überzeugt ist, und man darf es nur für Allah sagen. Man muss Wissen darüber haben und man muss aufrichtig sein. Man kann es einfach nicht einfach so, es bringt nichts, wenn man das einfach nur so sagt. Ja?
Man kann jetzt auch zum Beispiel einen Nicht-Muslim nehmen, irgendeinen Nicht-Muslim und sagen, hör mal, sag mal, La ilaha illallah. Sag, ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammadur Rasulullah. Also ich bezeuge, sag, ich bezeuge, dass niemand das Recht hat, angebetet zu werden, außer Allah und so weiter. Ja, das Bezeugnis. Bringt es ihm was? Es bringt ihm nichts. Weil er keine Ahnung davon hat, weil er kein Wissen davon hat. Weil er das nicht mit Aufrichtigkeit sagt. Deswegen, das ist damit verbunden. Das ist die Aufrichtigkeit, dass man es nur für Gott macht, nur für Allah. Nicht für Geld, nicht für irgendeine Person, nicht für irgendeinen, und auch nicht, damit man jemanden gefällt. Zum Beispiel ist es so, dass viele Jugendliche, ja, und viele Jugendliche sind halt miteinander, ja, Deutsche, wie auch mit Marokkanern, mit Türken, also mit Leuten, die halt einen, also einen anderen Herkunft, eine andere Herkunft haben. Das heißt, deren Eltern kommen vielleicht aus der Türkei, aus Marokko und die leben hier in Deutschland, sind hier aufgewachsen und so weiter. Und da kommt es halt häufig vor, dass man halt miteinander befreundet ist. Und dann denkt sich der ein oder andere, ich bin Deutscher, ich lebe hier, ich hänge mit den Jungs immer ab und bin mit den Jungs immer, ja, dann werde ich auch mal Moslem wie die anderen. Nein, das bringt nichts. Du musst Moslem werden, weil erst wenn, willst du Muslim werden, Muslim, ein gottergebener Mensch werden, dann befasse dich mit der Religion. Lest den Koran. Frag nach. Wenn deine Freunde keine Ahnung haben, dann geh zum Imam in der Moschee. Wenn er nicht mit dir reden kann, dann frag andere. Kontaktiere Prediger, die auf Deutsch predigen, die bekannt sind. Kontaktiere sie. Frage sie über den Islam. Frage sie über das Bezeugnis. Stell Fragen. Ja? Sammel Informationen erstmal über diese Religion. Du kannst nicht einfach so das Bezeugnis einfach so aussprechen. Sammel erstmal Informationen. Sei dir sicher, dass das das Richtige ist. Und dann, wenn du sicher bist, wenn du Informationen gesammelt hast, gar kein Problem. Dann wirst du es auch mit Aufrichtigkeit sagen. Nicht einfach nur, weil die Freunde da sind, ja, weil es denen gefällt, ja, weil die dann dich dann loben, weil die sagen, ey, cool, super, du bist jetzt auch Moslem und so weiter. Leider Gottes ist es auch so, dass wir heute auch leider viele neue Muslime haben, die nicht wirklich überzeugt sind vom Islam. Das heißt, sie nehmen den Islam an und dann sieht man sie nie wieder. In der Moschee zum Beispiel. Oder man sieht nicht viel von ihnen an Islam, also Gebet, Fasten. Warum? Weil man im Islam nicht mit Aufrichtigkeit, mit Wissen eingetreten ist. Das ist die Antwort dafür. Deswegen, man muss mit Wissen und Gewissen und vor allen Dingen mit Aufrichtigkeit dieses Wort sagen. Dann die dritte Voraussetzung ist die Gewissheit. Man muss sich 100% sicher sein, dass das die Wahrheit ist. Nicht einfach so, nicht weil es einem gefällt, sondern man muss 100% nicht davon überzeugt sein. Und der Prophet Muhammad sagt auch, wenn jemand dieses Wort sagt, La ilaha illallah, aus Gewissheit, er kommt ins Paradies. Das heißt, wenn man es mit Gewissheit sagt, dann kommt man erst ins Paradies. Dann ist man erst Muslim. Das heißt, man muss Gewissen haben. Man darf nicht zweifeln an dieser Sache. Man darf nicht zweifeln am Bezeugnis. Man muss dieses Bezeugnis mit voller Gewissheit sagen. Mit vollem Vertrauen. Ja, mit Wissen. Mit Gewissen muss man das sagen. Das ist die dritte Voraussetzung. Und das Gegenteil davon ist das Zweifeln. Ja, wenn du zweifelst, dann informier dich nochmal. Wenn du zweifelst, dann lies nochmal. Wenn du zweifelst, dann frag. Kein Problem. Wenn du an einer Sache im Islam zweifelst, dann frag. Dann lies. Dann schau nach, dann forsche. Lass es nicht einfach so beim Zweifel bestehen. Weil ansonsten bleibt dieser Zweifel bei dir und dann irgendwann mal heißt es, ja, ich bin vom Islam ausgetreten. Warum? Ja, ich hatte Zweifel gehabt. Ja. Warum hast du diesen Zweifel nicht von Anfang an behoben? Deswegen ist es wichtig, dass man von Anfang an die Zweifel behebt. Ja? Zum Beispiel man sagt, oh, ich bin überzeugt vom Islam, aber ich habe gelesen oder gehört, dass dies und jenes im Islam ist. Ich habe gelesen, dass der Prophet dies und jenes getan hat. Ich habe gelesen, dass dies und jenes. Ja? Man fragt dann, aber am besten ist es natürlich, dass man auch Leute fragt, die auch dazu in der Lage sind zu antworten, weil nicht jeder Muslim hat auch das Zeug dazu, Fragen im Islam zu beantworten. Auf jeden Fall bleibt dran, wir machen gleich nach einer kurzen Pause weiter. Deswegen sage ich bis gleich und
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Im Namen Allahs des Alabamas, des Barmherzigen, herzlich willkommen zurück. Wir haben ja zuletzt über die Gewissheit gesprochen und der Prophet Muhammad, Allahs Segen und Frieden seien auf ihm, er sagt über die Gewissheit, dass wenn jemand das Glaubensbekenntnis aus Gewissheit sagt, dass er zu den Paradiesbewohnern gehört. Zu den was? Zu den Paradiesbewohnern. Das heißt, eine Voraussetzung für die Gültigkeit des Glaubensbekenntnisses ist die Gewissheit. Und Allah sagt auch über die Gläubigen in der zweiten Sure im Koran, ja, er sagt Alif, Lam, Mim, das sind drei Buchstaben im Arabischen. Dies ist das Buch, so der Koran, wo es keinen Zweifel gibt. Und dann sagt er dann am Ende, also ein paar Verse weiter, sagt er dann in dieser Sure, er sagt über die Gläubigen, dass sie diejenigen sind, die an das Jenseits glauben, ohne zu zweifeln. Ja, das heißt, das Bezeugnis ohne Zweifel sagen. Es darf kein Zweifel in deinem Herzen sein über dieses Bezeugnis, über die Wahrheit, über die Richtigkeit von diesem Wort. Jetzt kommen wir zur nächsten Bedingung und das ist die Akzeptanz. Was bedeutet Akzeptanz? Wenn man ein Muslim sein will, dann muss man alles im Islam akzeptieren. Natürlich nach Wissen und Gewissheit. Man muss Wissen haben und Gewissen haben. Ja, und danach muss man was? Akzeptanz haben. Man muss mit Wissen und Gewissen alles akzeptieren, was im Islam gesetzt ist. Also das Herz und die Zunge sind damit verbunden, also sind mit dieser Akzeptanz verbunden. Das heißt, mit dem Herzen und mit dem Zungen akzeptiert man alles, was im Islam ist. Auch wenn man es vielleicht nicht versteht am Anfang, weil der Islam ist ja eine große, große, große Religion. Es gibt so viele Sachen, selbst als Muslim, selbst als Gelehrter im Islam gibt es viele Dinge, die man vielleicht nicht weiß, die man noch lernen muss, die man noch sieht, ja, wo man noch nachforschen muss. Ja, das ist eine ganz normale Sache, weil der Islam halt eine sehr, sehr große und tiefe Religion ist. Deswegen gibt es vielleicht das eine oder andere, was man direkt am Anfang nicht versteht, aber das darf einen nicht davor abhalten, es zu akzeptieren. Deswegen man glaubt, Allah, Gott, hat diese Religion offenbart und das, was Gott offenbart hat, ist gut. Es gibt nichts Schlechtes in dieser Religion. Ja, es gibt, Allah ist perfekt und seine Religion ist perfekt. Es gibt keine Fehler in dieser Religion. Es gibt Fehler vielleicht bei den Muslimen, bei den Menschen, ja. Aber in dieser Religion gibt es keine Fehler. Ja, mit dieser Akzeptanz tritt man auch in den Islam ein. Das heißt, man muss das Bezeugnis mit Akzeptanz sagen. Das heißt, man muss alles akzeptieren, ja, was im Islam ist, auch wenn man es nicht versteht. Dann nach der Akzeptanz kommt die Praktizierung bzw. die Unterwerfung. Nachdem man akzeptiert hat, dass dies oder jenes im Islam Regel ist, dann unterwirft man sich, dann ergibt man sich zu wem? Nicht zu den Menschen, sondern zu Allah. Man sagt, ich bezeuge hiermit, dass ich bereit bin, das zu machen, was Allah von mir fordert, wenn ich dafür die Kraft und die Möglichkeit habe. Ja, das heißt, das ist auch eine Voraussetzung dafür, dass man wirklich Muslim ist. Das heißt, man sagt, okay, ich bin Muslim geworden und ich mache das, was von mir gefordert wird, wenn ich dazu die Möglichkeit habe, wenn ich dazu die Kraft habe natürlich. Ja, also die Unterwerfung. Die Unterwerfung ist eine der Voraussetzungen, ist ein Bestandteil der Religion. Man kann nicht einfach in Islam eintreten, sagen und behaupten, dass man Muslim ist und dann Dinge verabscheuen, Dinge nicht akzeptieren. Das geht nicht. Man ist dann kein Muslim. Man ist dann in Wirklichkeit kein Muslim. Wenn man sagt, nee, das akzeptiere ich nicht und das akzeptiere ich nicht und das. Es kann sein, dass man vielleicht nicht die Kraft hat für eine Sache. Ja. Wir als Muslime, aufgewachsene Muslime, also Muslime, die als Muslime aufgewachsen sind, wir haben auch viele Sachen, die wir vielleicht nicht machen können aus
Schwäche, aus verschiedenen Gründen. Aber das darf uns nicht dazu verleiten, dass wir diese Sachen hassen und diese Sachen verabscheuen. Nein, wir akzeptieren diese Sachen. Ja? Und zu der Unterwerfung, zu dem Praktizieren, natürlich, wenn man die Möglichkeit hat, die Kraft hat, ja. Aber man darf nicht dagegen reden. Man darf nicht sagen, nee, das mache ich aber nicht. Oder nee, das mache ich niemals. Das ist nicht richtig. Wenn man den Islam annimmt, dann muss man bereit sein, alles zu machen. Wenn man eine Sache oder zwei oder drei oder mehrere Sachen dann nicht machen kann, dann ist es kein Problem, solange man auch sagt, ich kann es nicht machen. Ich will es machen, aber ich kann es nicht machen. Nicht wie manche es tun. Manche zum Beispiel treten ein in den Islam und dann, wenn man sagt, fünfmal am Tag beten, sagt er, oh, Moment, stopp, fünfmal am Tag beten, nee, nee, das schaffe ich nicht. Nee, das mache ich nicht. Andere, wenn man sagt, Alkohol ist verboten im Islam, sagt er, nee, Alkohol, nee, alles, aber nur nicht der Alkohol, nur nicht das Bier. Ja, nee, mache ich niemals. Also das mache ich nicht. Ja, das halte ich nicht ein. Dann sagt man zu der Frau, die Bedeckung im Islam, sagt ihr, nee, das werde ich niemals machen. Ich werde niemals mich irgendwie für irgendjemanden bedecken. Wo ist denn das Problem? Wenn du es nicht praktizieren kannst, dann gib es zu. Dann sag, ich will den Islam annehmen, aber Kopftuch, Bedeckung, oh, das ist was ganz Großes. Das kann ich jetzt im Moment leider nicht praktizieren. Ich bin schwach dafür, aber vielleicht in der Zukunft. Ja, dann kein Problem, okay. Der andere sagt, ja, Alkohol, ich habe so ein Problem mit Alkohol, mit Feier, mit Party machen und so. Ja, ich bin so der Partylöwe, immer am Wochenende unterwegs und so weiter. Okay, dann gib es zu, ja, sag, dass du es nicht einhalten kannst, beziehungsweise, dass du immer noch feiern gehen wirst, aber hab die Absicht, dass du es änderst. Ja, hab die Absicht, dass du besser wirst. Und damit tritt man auch in den Islam ein. Derjenige, der sagt, nee, ich werde mein Leben nicht ändern, ich werde immer so bleiben, der ist nicht wirklich dem Islam beigetreten. Deswegen ist es eine Voraussetzung, ja, dass der Islam von jemandem richtig ist, dass man sich unterwirft, dass man sagt, oh Gott, oh Allah, du hast mich erschaffen, du hast mir diesen Weg geebnet, ich mache das, was du von mir forderst, was du von mir einforderst. Eine der Voraussetzungen ist auch die Wahrhaftigkeit. Man muss wahrhaftig sein. Wenn man dieses Bezeugnis sprechen will, dann darf man keine Show machen. Man darf nicht vor den Leuten Show machen und sagen, hey, guckt mal Leute, ich bin jetzt Muslim geworden, hey, guckt mal, wie schön, und auf Instagram teilen und auf Facebook teilen und Fotos machen und Videos machen und mit der Absicht, ja, mit der Absicht, weil die Absicht spielt hier eine große Rolle, ja, mit der Absicht, hey, guckt mal hier, ich bin jetzt Muslim, was wollt ihr von mir? Nein, das ist falsch. Man muss wahrhaftig sein. Ja, Allah sagt im Koran, und seid mit den Wahrhaftigen. Man muss wahrhaftig sein. Man darf nicht einfach so Show machen, sondern man muss das nur für Gott machen. Nur für Allah, alleine für Gott. Die nächste Voraussetzung, die auch sehr wichtig ist, ist die Liebe. Die Liebe, eine der großen Voraussetzungen dafür, dass man überhaupt Muslim ist. Man muss Allah lieben. Man muss den Propheten Muhammad lieben. Man muss den Islam lieben. Man muss die Muslime lieben. Allah sagt im Koran und es in der zweiten Sure, und es gibt Menschen, die an sich andere Götter nehmen, neben Allah, die sich Rivalen neben Allah nehmen und sie so lieben, wie man nur Allah lieben darf. Und diejenigen, die glauben, sind heftiger und stärker in ihrer Liebe zu Allah. Das heißt, die Liebe ist eine der großen Voraussetzungen dafür, dass man Muslim ist. Das heißt, man muss Allah lieben, den Islam lieben. Und wie kann man etwas lieben, was man nicht kennt? Deswegen spielt hier auch wieder das Wissen eine große Rolle. Das heißt, man muss Wissen haben über den Propheten, über den Islam, über, damit man auch die Liebe auch dann praktizieren kann. Und die letzte Voraussetzung dafür, dass man den Islam wirklich auslebt, dass man wirklich Muslim ist, ist, dass man daran glaubt, dass Gott, Allah, der Einzige ist, der uns sagen kann, was wir tun und lassen können. Das heißt,
Gott, Allah, ist der Einzige, der uns sagen kann, dies ist gut, dies ist schlecht. Er ist der Einzige, der Gesetze erlassen kann. Die Gesetze dürfen nur von Allah erlassen werden. Er ist der Einzige, so wie Allah im Koran sagt, wahrlich, das Urteil gehört Allah. Das heißt, Allah ist der Einzige, der sagen kann, dies ist gut und dies ist schlecht. Ja? Er ist der Einzige, der uns Gesetze erlassen kann. Er ist der Einzige, der uns Gesetze machen kann. Deswegen gibt es auch Gesetze im Islam, was auch oft mit Scharia genannt wird. Scharia ist ein großes Wort. Unter anderem sind auch die Gesetze damit gemeint. Auf jeden Fall muss man daran glauben, dass der Gott der einzige Gesetzgeber ist. Und damit hat man auch das Bezeugnis auch praktiziert. Und damit ist das Bezeugnis auch richtig. Und damit ist man dann auch ein richtiger Muslim. Deswegen bitte ich Allah, dass er uns Erfolg gibt. Und zögert nicht, den Islam anzunehmen. Denn das Leben ist kurz. Und wir wissen nicht, wann wir sterben. Deswegen an dieser Stelle alles Gute und möge Allah uns alle segnen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.